Hier ist Anja mit einem Bewusstseins-Quickie, der heute heißt: Alles im Leben kommt zu dir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und ich weiß das ganz genau, weil ich früher immer so ein Stressmacher, Kontrolletti war. Warum? Wenn du alles siehst, alles mitkriegst, dann nimmst du auch viel vorweg, weil du ja weißt, dass es passiert. Aber mal ganz langsam. Was ist die größte Erkrankung, die größte Krankheit hier in unserem momentanen Zeitalter? Ich würde sagen Stress. Stress, der auch was mit unserem Körper zu tun hat, weil unser Körper auf Adrenalin dann läuft, auf alle Bodenstoffe, chemischen Stoffe, die Kampf, Verteidigung, Flucht bringen sollen. Und dazu braucht unser Körper viel Kraft, viel Power, viel Energie. Nur, wenn du die ganze Zeit auf Stress läufst, dann macht es was mit unserem Körper. Und wenn du so jemand bist und auch für alle anderen, dann hör mal zu. Also, alles im Leben kommt zu dir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Du denkst dir, Anja, du hast sie doch nicht alle. Alles? Auch die hammermäßige Steuerrückzahlung, auch das Auto, das nicht geliefert wird, auch das Haus, das sich absetzt. Da gibt es so Häuser, die sich absetzen, weil sie in die Erde rutschen. Was gibt es noch? Auch der Tod von einer lieben Freundin. Ja, woher weiß ich das? Weil ich es ausprobiert habe und erlebt habe. Es macht keinen Unterschied, ob sowas dir begegnet und du regst dich auf oder ob du willst, alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Den Unterschied macht's, wie es dir damit geht. Die Sache an sich ist so, ist kreiert. Aber stopp! Deine Ansichten kreieren deine Realität. Wenn du jetzt die Ansicht hast, alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit und da kommt ein Brief vom Steueramt, wie geht's dir dann? Wenn du die Ansicht hast, alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit und dein Kind bricht sich einen Arm, wie geht's dir dann? Dann siehst du vielleicht, oh cool, er ist gestürzt, aber es war nur der Arm. Genau. Und das ist für mich, was mein Leben reich und bereichert. Reich macht und bereichert. Und dieses alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Das ist eines meiner Hauptwerkzeuge beim Kreieren. Das ist übrigens ein Werkzeug aus der Toolkiste von Access Consciousness. Jetzt ist es nur so, also wir haben das, das habe ich jetzt kurz erläutert und ich erläutere dir noch mehr, wie du das anwenden kannst. Wie alt bist du? Wie viele Jahrzehnte wurdest du trainiert? Früher von deinen Eltern, von Lehrern, jetzt von dir, auf Anstrengung, Fleiß, schwer, hart bemühen. Wer von euch kennt den Satz, streng dich doch ein bisschen an? Wer von euch kennt den Satz, wenn du nur willst, dann geht es? Wo ist dein Wille? Was gab's noch alles? Wer von euch kennt den Satz, wo kein Fleiß, kein Preis? Und das sind halt alles Konditionierungen, Mindset, teilweise deine jetzigen Ansichten, wenn du sie noch nicht rausgeschmissen hast. Und was kreieren die denn? Deine Ansichten kreieren deine Realität. Du strengst dich an und machst es gut und machst es besser und gibst noch viel mehr. Bei mir ist es so, wenn ich merke, oh, jetzt wird es anstrengend, dann setze ich mich erstmal hin und schaue, hey Anja, was machst du da? In welchem Universum bin ich gerade? Wer kreiert so? Und was kann ich hier kreieren in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit? Um was zu verinnerlichen, um was zu verändern, wenn du auf Stress gepolt bist, auf Anstrengung, auf gut Mädchen, auf gute Junge, auf zeigen, dass du was magst, damit du auch was verdient hast. Das ist oft hier so riesig.
Und dann hast du Automatismen, ja? Das läuft dann automatisch. Deine Mutter kommt und du sagst, oh, ich habe das und die Betten muss ich noch waschen und so. Ja, du kannst deiner Mutter ja auch zeigen, dass du faul den ganzen Tag im Bett rumliegst und im Garten deine Bücher liest. Und um diesen Automechanismus, anstrengend, schwer, hart, wie alle anderen, das muss man wirklich dazu sagen. Das wird halt hier validiert, alle, die sich anstrengen. Um den zu verändern, braucht es ganz oft bei vielen erstmal ein Gegengewicht, eine Gegenleichtigkeit. Und bei mir war es so, dass ich dieses alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit wirklich wie ein Mantra benutzt habe. Und dann, oh, danke für die Herzen, und dann hat sich das so gesetzt in mir. Ich benutze es aber nicht wie ein Mantra im Indischen oder bei uns hat man es, glaube ich, im Katholischen mit dem Rosenkranz und so, alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit, bla bla bla. Nein, ich habe mich, oder ich mag es immer noch, ich setze mich schon hin und sagt es ungefähr 10-mal oder vielleicht 100-mal, alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Das können wir dann mal zusammen machen und dann merke ich energetisch, wie sich das bei mir so setzt. Und es geht tiefer und tiefer und tiefer. Und als ich das über Monate hinweg gemacht habe, ist es zu meiner Realität geworden. Und jetzt ist es meine Ansicht. Und diese Ansicht kreiert unheimlich viel. Das heißt, Stress manchmal und dann bin ich nicht wirklich ich, habe ich gemerkt. Das ist eine Entspannung, das ist eine Lebensqualität, dieses alles im Leben kommt zu mir. Das ist meine Natur und vielleicht erinnerst du dich, weißt du noch, wie das ist, wenn alles im Leben zu dir kommt, in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Babys und kleine Kinder können das total gern, die kreieren aus der Magie raus. So, und jetzt haben wir einen kleinen Stolperstein. Das ist dein süßer Kopf. Und dein süßer Kopf, der hat halt Programmierungen. Dein süßer Kopf, der will es auch immer machen wie alle anderen und schreib dir mal ein Ausrufezeichen bei schwer, hart, anstrengend. Willst du das? Oder möchtest du Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit? Und mein Vorschlag wäre, ich nehme jetzt mal das Beispiel Steuern, das haben einige. Wenn da so ein Brief kommt, wenn du eine Steuerrückzahlung machen musst oder so, du machst es auf und siehst es und es ist vielleicht erstmal buff. Welche anderen Wahlmöglichkeiten hast du in dem Moment und wie wäre es dran zu denken? Alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Bei mir geht es dann schon so automatisch und dann sage ich, hey, was ist hier möglich? Zum Beispiel, wie leicht kann ich dieses Geld jetzt kreieren? Ich mache heute die monatliche Steuer, also mein Business abschließen vom letzten Monat. Und da ist auch so, bevor ich mich hinsetze und mir das alles durchgehe, sage ich, hey, wie leicht kann es gehen, dass ich mit der Steuer ganz schnell fertig bin und dass alles ganz klar ist. Ich habe einen Steuerberater, aber ich bin so dankbar, dass ich das Zimmer bland mal beim Thema Steuern, dass ich das nochmal mache und anschaue. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, oh, ich habe viel mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe, da ist auch dieses, was ist hier sonst noch möglich? Alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Also ich mag, dass es für viele gerade ein bisschen ist, wenn ich über Probleme rede und wie du die verändern kannst, dann kriege ich mit, dass viele mega resonieren. Ja, und ja, Anja, du redest über mich und cool. Die Hausaufgabe bis zum nächsten Quickie ist, schau mal hin, wie das ist mit dir. Kommt zu dir alles in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit? Das heißt, hast du diese Ansicht, dieses Mindset, diese Energie? Es ist vor allem eine Energie so. Oh! Und ich erinnere mich gerade am Beispiel aus einer meiner Arbeitsstellen. Und zwar habe ich eine Einrichtung geleitet.
Und ich war immer eine, boah, ich war so fleißig, ich habe immer alles schon wochenlang davor gehabt, vor Abgabetermin. Und so viele Leute haben mich darauf angesprochen, die sagen, da haben dann mal gesagt, warum schicken Sie mir das jetzt schon? Das brauchen wir doch erst in 2 Monaten. Die haben das an dem letzten Tag gemacht. Oder ich habe mich über was aufgeregt. So war es, das wollte ich dir eigentlich erzählen. Ich habe mich über was aufgeregt, weil irgendwas reinkam und bin sofort in Aktion. Da bin ich ja gut drin, habe das geklärt, gelöst. Und 2 Wochen später habe ich gemerkt, das hat überhaupt nichts gebracht, weil die schon wieder alles umgeworfen haben. Und da habe ich wirklich gelernt, und es war cool für mich, nicht immer gleich loszutigern, alles zu machen, alles zu lösen, sondern abzuwarten. Die Sachen klären sich von selber, ganz oft. Und wenn ich das dann schon davor geklärt habe, dann konnte ich das im Papierkorb schmeißen, weil das war gar nicht mal das, was gewollt wurde. Und das ist auch die Energie von alles im Leben, kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und mal ehrlich, wie möchtest du leben? Möchtest du beweisen, dass du gut bist, indem du dich anstrengst, indem du es gut magst, indem du viel magst? Oder möchtest du in dem alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit leben? Also wer kann ich sein? Was kann ich alles empfangen, ohne mich dafür anstrengen zu müssen? Das wollte ich heute mal in deine Welt setzen, um dich zu inspirieren, mal hinzuschauen. So, und jetzt besprechen wir noch, wie du dieses Werkzeug anwenden kannst. Also zum Beispiel zweimal am Tag, gleich am Morgen beim Aufstehen oder abends, wenn du ins Bett gehst, nimmst du dir kurz Zeit. Bist präsent, meistens bist du präsent, auch im Körper, wenn du deine Hände wohin legst und es spürst, wie die Hände auf dem Körper aufliegen. Und jetzt machen wir es mal wirklich zusammen. Dieses Werkzeug hat so viel mehr, als du gerade begreifst. Lass es uns mal 10 Mal zusammen machen. Schau dir mal jetzt die Energie an, nimm die Energie mal wahr, wie sie gerade ist. Und jetzt mach mal, alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und die, die in der Arbeit sind, ihr macht's leise. Alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Oh, ich merke schon, wie Entspannung einkehrt. Alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Man kann auch sagen, alles im Leben kommt zu uns in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu uns in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Probier es mal aus. Schreib mir mal, wie das für dich ist. Und es gibt nichts im Leben, wo du dich aufregen musst oder in Drama, Widerstand und Reaktion gehen musst. Es ist alles eine Wahl. Und natürlich, wenn du wählst, gelassener zu sein, leicht, auch in sogenannten schwierigen Situationen, dann bist du ein Exot. Und die Leute werden das mitkriegen. Und vielleicht fragen dich manche, hey, du bist immer so gechillt, freudig, gelassen, wie magst du das? Und dann hast du was zum Weitergeben. Und ihr könnt mal drüber sprechen, wie ist das mit alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und zum Schluss noch, viele Kritiker sagen dann immer, ja, aber soll ich jetzt zu Hause hocken und Däumchen drehen? Damit hat es nichts zu tun. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du möchtest bei einer Demonstration dabei sein, um zu zeigen, dass sowas nicht funktioniert, ja, dann mach das. Wenn du das Gefühl hast, dass in der Schule mit deinem Kind ist nicht in Ordnung, was da abgeht, dann steh auf, horte eine Gemeinschaft um dich und kümmert euch, dass sich das verändert. Und alles im Leben kommt zu mir in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit bedeutet auch nicht, dass du dich als Fußabtreter von jemand anderem behandeln lässt oder zu jemand zum Fußabtreter machen lässt.
Ja, das hat nichts damit zu tun. Du sagst natürlich Stopp, so redest du nicht mit mir. Ja, leichter bei der Arbeit. Danke, Claudia, für die Rückmeldung. Mehr Raum, genau. Und probier's mal aus. Das, was ich vorstelle, das ist für dein Leben, um wirklich das zu bekommen, was du haben möchtest. Und dein Leben mehr in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Wowie. So, das war's von mir. Ein bisschen ein anderer Quickie heute. Danke, dass du es empfangen hast. Und ja, was kannst du daraus für dich wählen und verändern? Bis demnächst. Danke fürs Inspirieren lassen. Ciao.